Wir sind im Zustand permanenter Überwachung. Ich habe mal einen Eid geschworen, die Verfassung zu schützen, nicht die NSA. Was Edward Snowden getan hat, war wichtig und es war eine heldenhafte Tat. Man sollte diese Leute nicht Superhelden nennen, dadurch überhöht man sie nur. Für die einen sind sie Superhelden, für andere einfach nur Verräter. Whistleblower wie Daniel Ellsberg, Thomas Drake, William Binney und Edward Snowden, Hacker und Aktivisten wie der WikiLeaks-Gründer Julian Assange und die ehemalige britische Geheimagentin Annie Machand. Sie warnen vor der totalen Überwachung unserer Gesellschaft, stellen sich gegen Geheimdienste, Regierungen und Konzerne. Dafür werden sie mindestens bedroht, wenn nicht verfolgt und eingesperrt. Warum machen sie das? Was treibt sie an?